Nicht für immer, ne? Nein, natürlich nicht. Ich kann das sagen, dann hätte er mir leid getan. Wait, kann ich ihn wieder entsperren? Oh. Irgendwo hast du eine Liste, wo alle deine gesperrten Leute drin sind. Ich hab ihn mal wieder entsperrt, bevor ich es vergesse. Ich glaube, du musst ihm sogar Mod wiedergeben, weil du ihn gesperrt hast. Echt jetzt? Ich glaube, er kriegt verliebt Mod, wenn du ihn sperrst. Oh no. Was? Schreib mal nochmal was. Dann gebe ich dir nach dem Game wieder Mod zurück. Das geht natürlich nicht. Rewubert. nice. No. Kein Mod mehr. Ja. Ja, RIP. Muss mal reinschreiben, Leute timeouten außer Mods. Ups. Stimmt. Stimmt. Ja, warte mal, das geht doch relativ fix. Ich einfach in mein Twitch. Dann sollte das passen. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich Drachenrage gehe und mit meinem Chief dann dein Zeug dagieren gehe, oder? Ja. Rollenverwaltung. Moderator. So. Timeout everyone and everything. Einfach den Bot, den du drin hast, einfach timeouten. Digga, man startet ein Spiel und dann fällt denen ein, dass sie 2 Minuten brauchen. The Classic. Anstatt in der Lobby zu schreiben, er wartet kurz, ich geh kurz auf Klo und dann bereit zu machen oder so. Naja. Wer weiß, was da passiert ist. Ja. Kann ich mal eine Träne in Ruhe. Mal gucken, also ich baue jetzt gleich schon mein Eisen ab. Aber ich muss irgendwie auch richtig viele Food-Tiles haben, wenn ich auch irgendwie Essen habe. So, da ist er wieder. Ich habe noch kein Proteinfeld bekommen. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ich habe immer noch kein Proteinfeld. Wir sind von meinem Main. Das ist ja echt ein Ding. Ja.
Doof. Nicht geschaut, haben wir schon wieder einen Raben irgendwo? Na, habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Wie clear ich denn jetzt den Wolf da am besten? Weil ich habe jetzt nicht das Geld gerade. Hey, du kannst doch deine Leute aus dem Gebiet rausziehen. Und das lohnt sich. Dass sie dann verletzt sind. Naja, du hast keine Verletzten. Verletzten kriegen keinen Manus. Du bist Drache. Ach so. Ja, okay, dann gehe ich dabei. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ich brauche Lore. Ganz viel Lore. Ist nicht wieder was gelernt. Damn, du bist ja ein Maniac, was das Scouten angeht. Absolut insane. Ich scoute halt nur mit einem. Absolut insane, der Junge. Ein bisschen scouten kann ich ja, aber ich muss den auch gleich zurückschicken. Ich habe halt leider gar keine Ruine oder so gehabt, ne? Oh.
auch schon hier am Scouten. Grün. Hä? Wind. Okay, das brauche ich. Drei Wölfe da. Ich gehe halt jetzt erstmal fürs Verlegen anstatt Schmuck. Ja. Hätte ich eine Ruine, wäre es einfacher geworden. Ja, jetzt muss ich nur noch auf 10 Holz warten, dann kann ich es anfangen zu bauen. Perfekt. Sklave macht das nochmal schneller, oder? Wenn ich den dann mit reinpacke. Sklave macht das schneller, also der macht die der erhöht die Produktivität, meinst du? Ja, was macht er? Ich habe jetzt einen Sklaven mit zu den Schmieden hingeschickt. Ja. Ist das dann schneller, oder? Ich glaube ja. Du darfst mir jetzt keinen Schmiedebuff geben, ne? Ich kann dir noch keinen Schmiedebuff geben, nein. Kann ich nicht. Du kannst nicht zufällig einen Scout für die Zwerge abzweigen, ja?
mache ich jetzt einfach mal. Ideal. Vergiss nicht zu feasten, ne? Also, ja. Weil ich, also ich kann nicht feasten. Ja, Bro, das war natürlich. Oha. Dass mich der Milka jetzt da angegriffen hat, war es natürlich nicht. Ja. Ich hätte fießen können, aber durch die Aktion von dem Elf wird das jetzt fießen. Ja, passiert. Nicht so schlimm. Holy fuck, was? Ja, dachte ich mir auch. Das ist bestimmt so einer wie der eine, den ich meinte. Der hatte auch schon zu dem Zeitpunkt eine 10er Warband, den ich gesehen hatte. Das ist trotzdem krass. Ja. Ist drei Viertel fertig. Ab nach meinem Relikt kann ich anfangen zu fließen, wenn du willst. Wäre ein Traum. Mach einfach im Oktober und im November eins. Also eins im Oktober, eins im November. Wenn ich das dann hinkrieg, weil der YouTube kostet mich doch auch Essen, oder nicht? Ja. Stimmt. 200. Dann mach halt nur im November eins. Aber, also ein 100er Fies solltest du hinkriegen. Ja, das krieg ich hin. Okay. Dann benutze ich meine beiden Schafe dafür. Ideal. Und ab danach geht's nur noch bergauf. Ich habe zwei Food-Gebäude in einem Teil mit einem Nahrungssilo. Ideal. Brauch halt das da irgendwann. Ist nicht so leicht, das selbst zu clearen.
Ah, jetzt wurde es auch gescoutet. Meinst du, mein Jotun schafft die 5 Trauer? Haha, nee. Aber warum machst du. Warum gehst du nicht da lang? Mach da erstmal das. Ja, mach ich auch. Holy shit, insane. Du wolltest das doch so. Alter, mega, mega. Ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Mich clear auch schon, die Trauer. Das ist natürlich wild. Ich muss den halt immer nur heilen lassen ein bisschen, aber dann geht das. Ich hab ja Drachenrage. Ja. Und jetzt kann ich mir jedes Jahr einen holen, das ist natürlich stark. Kannst du die danach auch noch machen? Ja, ich heal den nur kurz. Perfekt. Brauchst du das Feld, was ich gerade geklärt habe? Naja, an sich kannst du es auch nehmen. Das ist natürlich für mich auch sehr geil, aber weiß nicht, wenn du das brauchst, schnapp's dir. Was bringt mir mein Fame denn? Ah, okay, rein. Also schnapp's dir wirklich, wenn du es unbedingt brauchst, ne? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich upgrade doch dann nur noch meine. Meine Drachenmänner, oder? Na dann nehme ich das jetzt. Ja, aber ich. Ja, dann nehm. Ich probiere, glaube ich, diesen Brunnen zu bekommen für das Fachwissen. Wichtigste für mich wäre halt das da wirklich. Also das brauche ich so schnell wie möglich, weil da will ich meinen Koch draufstellen. Ideal. Warum? Okay, das wird doch direkt gescoutet. Schief habe ich jetzt auch schon, ne? Mega. Ich werd übrigens schon voll gescoutet, ne? Da ist ein grüner Scout auch gerade bei mir. Ich habe die Befürchtung, grün ist die Schlange. Ja, habe ich auch. Hol mir jetzt aber dieses Mimias Brunnenwissen.
Mal gucken, was mir das gibt. Ganz ehrlich, soll er doch, also. Geht doch wurscht. Soll er doch. Ich bin einfach echt jetzt schon full scouted, ne? Das ist so verrückt. Oh lol, ich habe aus Versehen meine Heilerhütte abgerissen. Na gut. Ich kläre dir mal wieder den Traum, ne? Braucht eh kein Schwein, ne? Also ich habe zur Sicherheit jetzt mal ein paar Military Camps gebaut. Ja. Ich hab noch keine. Danke für den Follow, Swazili. Willkommen, willkommen. So. Drei Farmer. Ja, danke. Oh mein Gott, wir spielen mit einem Raben. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich schlecht bin. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wir spielen mit einem Raben. Ja, Dreck. Wolfsbau kann ich mir nehmen, oder? Den hier? Ja, aber dann nehme ich mir aber den da wegen dem Stein. Ja. Ah. Die Rabenspieler wieder. Schlaf die Milka da gleich. Meinst du, ich krieg das hin? Meinst du? Die zu fast laufen hier. Versuch. Boah, ich musste dir aufpassen, ab wann kann ich meinen? Zwei Minuten kann ich ihn holen. Ich glaube, so lange warte ich noch. Oh, da ist noch einer gespawnt. Danach würde ich mir das direkt nehmen. Ja, der ist auf dem Weg. Perfekt. So, das Fachwissen habe ich jetzt auch von dem Brunnen. Was kriege ich denn? Fette Beute, Gesellen oder Überbevölkerung? Gesellen ist mega nice.
Soll ich das nehmen? Die Überbevölkerung ist auch lustig. Ja, aber es bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Ich muss ja Gesell nehmen, alles andere wäre Schwachsinn gewesen. Ja. Bisschen Zufriedenheit noch bekommen. Ich kann November feasten, wenn du willst. Auf jeden Fall, hör damit. Ich bin plus 38 im Essen. Vielleicht hast du noch mehr. Ja, plus 40. Jetzt fehlt mir nur noch ein Wissen und dann sind meine drakonischen Einheiten ja auch noch mal stärker. Ja. Was für ein Donner? Das habe ich zum ersten Mal gehört. Weißt du eigentlich schon durch irgendwelche Leaks oder so, was der neue Clan werden soll? Also, dass das wie der Lion-Clan sein soll, also auch in der Richtung, das weiß ich. Ich hab absolut keine Ahnung. Richtig. Schade. Ja, weil Lion hat mir an sich schon gefallen, ist halt nur ein bisschen schwer. Ne? Ja. Klar zu kommen. Oh, thank you so much for the raid, Magnus. Welcome, welcome everyone. We're actually in German mode, but I hope you won't mind. And thank you for the follow as well, Ray. By the way, Magnus, don't look at my squirrel. I'm like first time squirreling here, so I've got no idea what I'm doing whatsoever. Like, literally no idea. Yeah, actually it was... Thank you so much. Yeah, I feel better as well. Feel a lot better. Thank you so much. Willst du übrigens immer noch fießen? Ja, ich kann November fießen, wenn du willst. Mega. Ich bin sonst eh gemaxt vom Essen auf 800. Ich kann auch jetzt fießen, wenn du willst. Sag einfach an, wie du es haben willst. Ja, jetzt. Das passt. deutlich besser. Also, deutlich besser als gestern auf jeden Fall. Zumindest auf dem Weg der Besserung, sagen wir es mal so. Was denn? Gesundheitszustand. Oh, ich mag das Squirrel Relic so sehr, ne? Das ist so geil. Ich laufe wahrscheinlich mit Nahrung über, merke ich gerade. So, jetzt habe ich Leibeigene und die zählen nicht mal als Warband. Ja, das ist geil. Danke, danke. Das ist ein bisschen viel. Siehst du? Wie viel ist das? Na gut, Signi plus 9, das geht schon klar. Willst du es direkt contesten? Ich komme mit Militia auch noch. Ich habe mir auch 5 Drachenmänner gemacht. Na dann contesten wir. Meine Militia sind auch gleich da. Oh, der will bei mir reingehen, na gut. Ja, das passt doch, oder nicht?
ist er denn jetzt drin, ne? Ist der weg? Ja, der hat nur geschaut, wie es aussieht. Hilfst du mir bei den Bären hier unten? Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich ja schon eine Warband ausgehoben. Also. Ja, da, genau. Da, ich scout auch jetzt nach unten, also. Damit sich zumindest ein bisschen lohnt für dich. Warte, ich lass meinen Fetten tanken. Ja. Jetzt schauen wir nach unten, da sehen wir den. Ja. Machen wir direkt weiter, oder? Sag mal, du hast drei Murkalf. Wie geil. Ja. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ich hab sie direkt verslavt. Wie geil ist das denn, Mann? Und die zählen nicht zur Warband. Okay, das ist schon witzig. Weil. Wollen wir die auch nochmal? Ja, oben wirst du angegriffen von irgendwas, ne? Was denn ein Wolf? 1, 2, 3, 4! Du musst halt einmal alles heilen lassen, damit das hier was wird. Ja. Blau ist der Adler. Der hat doch noch nicht viel. Ich glaube, den kann ich umrennen gleich. Meine Riesen sind ja schon heftig. Ja, kann man schon versuchen, die unten zu machen, das stimmt. Wäre ich hier nur noch kurz fertig, ne? Dann habe ich 5 Drachenmänner, 3 Milkers und 2 Riesen. Dann gebe ich dir aber danach nochmal einen Attack Power Buff, wenn es dann wirklich auf den großen Fight ankommt. Na, jetzt noch nicht, aber dann, wenn es dann soweit ist. Frag mich, wo die Schlange ist. Die oben bei dir? Keine Ahnung, ich habe ihn da noch nie gesehen. Ich glaube, der hätte doch sonst auch die Milchkraft getestet, oder nicht? Weiß ich nicht. Jetzt machen wir mal was. Eine gute Frage. Vielleicht hat er bis dahin gerade noch jemanden auf dem Kieker gehabt. Kann ich fiesten? Warte eine Sekunde. Ja, komm, ist egal, fieste. Was? Nee, sag ruhig an. Da. Ja, gib mir noch ein bisschen, dann sag ich dir an. Boah, geil, 2 Zwerge. Das bedeutet, ich kann die verslaven, wenn ich Glück hab. Ja, mega. Ja, einer verslavt. Mega. Und der zweite auch. Richtig cool, nicht schlecht. Guck mal, die Schlange ist bei dem da drin. Was der? Ja, der spielt genauso wie der eine. Sag Bescheid, wenn ich schießen soll. Ja. Ja, mach ruhig. Thank you.
So, jetzt habe ich auch Legendary Heroes. Der ist ja auch nochmal mega. Ich habe mir noch einen Drachenmann gemacht, dann habe ich 6. Wann kann ich denn meinen dritten YouTube holen? In 3 Minuten. Geschmiedete Waffe habe ich auch für die. Machen wir gleich nochmal Fischsuppe. Ja. Kann ich die leibeigenen Zwerge jetzt auch Berg bauen lassen? Weiß nicht, versuch's mal. Ja, ich muss warten, bis ich Gebiet upgrade. Meinst du denn Gebiet upgraden? Was meinst du mit Gebiet upgraden? Ja, ja. Für 100 Gold. Da sind sie. Ja, aber wieso willst du das Gebiet dann upgraden? Du kannst die Berge doch einfach so aufsetzen ohne Berge. Stimmt, stimmt. Das ist ein guter Einwand. Die Zwerge kann kannst, ich einfach, das? Zwerge kannst du einfach so auf Erze raufpacken und nicht einfach nur aus deine Bergbrücke. Nee, kann ich bei denen nicht. Das sind Zwerg-Söldner, Scherzwegen-Söldner können diese Gebäude nicht. Ich kann den jetzt nicht auf meine Eisen klicken. Ja, dann könnt ihr nicht abbauen, dann sind das nur Krieger. Ja. Ich geh mal bei dem da einfach mal rein und guck, was dagegen kommt, oder? Oha. Ja, können wir machen, natürlich, ja, aber. Ja, guck doch mal, was ich hab. I mean, ja. Kann man natürlich machen. Ich hab gewonnen. Der hat nur meine beiden Milkhafs ein bisschen low gemacht. Ich hab da buchstäblich nur einen Scout. Ich würde danach. Oh, guck mal da. Ich komm, bin auf dem Weg. Naja, also ich könnte halt schon ausheben. Die Frage ist, will ich ausheben? Antwort ist eher nein. Wird gleich mein juicy Monat. Ich glaube nicht, dass er das fighten will. Ich glaube auch nicht. Zwei Jotuns, 6 Drachenkrieger, 3 Milkers und 2 Zwerge. Ist schwierig, glaube ich, für ihn. Ich muss aber noch ein Gebäude bauen. Ich muss Geld, ich brauch Geld, scheiße. Es ist September, wann habe ich... Eine Sekunde! Ich habe meinen dritten. Ah, mega. Da kommt grün mit einer ganzen Menge. Wo? Ja, da unten. Ja, ich muss ausheben. Ja, dann gehe ich aber erstmal raus, ja. Warte. Nee, noch ist grün ja noch nicht da. Ja, geh nochmal raus, geh nochmal raus. Lass sie reingehen. Oben, ja, gegen grün. Ja, ja. Aber unten greifen die auch an, also das.
Geh ruhig rein mit mir. Rein? Ja. Klar. Einer, einer, einer. Grün, grün, grün. Ja, der hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, würde ich jetzt mal so sagen. Und die fighten in meinem Relic, das ist so geil für uns, ne? Nicht rausgehen! Ich wollte nicht raus, ich wollte den einen nur raus! Oh mein Gott, er geht mit seiner ganzen Army einfach raus! Er hat ein Jotun getötet, die Sau. Ich muss ganz kurz Slaven nachschieben. Na, da haben sie gerade gut reingeintet, ne? Den Wolf definieren, aber der hat ja Warband verloren. Eben. Ja, ein Riesen leider jetzt weniger, ne? Ja, aber dafür, dass wir die jetzt so gebumst haben. Ja. Warte mal, ist der. Greift der Kraken alle Schiffe an? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wie funktioniert denn das? Greift der Kraken alle an immer, oder? Ich glaube schon, meins hat er jetzt auch zerstört, leider. Habe ich nicht früh genug gesehen. So, das heißt, wir müssen jetzt die Schlange schrägstrich den Raben noch finden. Naja. Aber guck mal, mein eines Schiff ist noch am Start. Hat nicht alle Schiffe angegriffen. Ah, ich glaube, der zerstört das gleich jetzt noch. Nö, das ist am Leben. Hat auch überlebt. Ja, aber der kommt nacheinander, also der kann auch in der mehrere Schiffe kaputt machen. Nacheinander. Ja. Du kannst auch deinen Schiffdock reparieren und der kann ihn nochmal kaputt machen. Ja. Wenn du da Leute reinsetzt. Ja. Ich scout jetzt einfach mal, ne, in die Richtung nach unten. Ja, ich mach gerade oben hier Action. Ich hab mir so gedacht, der zerstört so meinen Langschiff-Dock. Ich denke mir so, ja, reparier ich den halt, mach neue Leute rein. Pack drei Leute rein, wieder kaputt, dann alle tot. Ich denke mir so, ja, aber Junge. Verstehe. Na, war aber eigentlich ein guter Defend von uns, ne? Also. War ein schöner Fight. Der Wurm ist, glaube ich, gone. Ja, ne, der spielt ja auch alleine nur. Wir müssen schon auf die Schlange gehen hier, die ich gerade scoute. Aus irgendeinem Grund wird die aber gar nicht angezeigt, guck mal. Echt komisch. Obwohl wir so offensichtlich ja gescoutet haben. Das ist nur die Signi. Geh da einfach mit allen hin, außer dem einen Riesen, der da das andere Gebiet einnimmt von dem einen hier. Damit der nie eine Bedrohung gegenüber mir wird. Ja. Da ist der Rabe wieder. Denkt er, ich hätte Angst, weil da Kobold Zwerge sind. Die kann ja ausrotten. Rabe hat wieder ausgehoben. Signy Space. Ja, der Rabe, der versucht wahrscheinlich jetzt zum Orangen zu gehen. Ja. Soll ich
mal bei der Schlange reingehen? Klar. Ey, ich kann auch mitkommen mit ein paar. Ja, ja, dann komm mit. Ich bin geheilt. Also, mehr wird das bei mir nicht. Ja. Gut, dann heb ich aus. Sydney ist da oben Half-Life. Das ist nicht so optimal für den. Seltener. Komm. Lass Sydney, let's go. Versuch nicht, der Signi da zu laufen, das bringt eh nichts. Na, Müllkaffs sind schneller. Tatsache. Ja, das ist ja witzig. Guck, er hat schon ein paar Hits gefressen. Tot. Na, dann machen wir mal. Ich muss kurz zu mir in der Base, sag mal Bescheid, wenn was passiert. Weil ich muss Larven kaufen und die verbrennen. Vertraust mir. Wir müssen den Raben töten danach, ne? Oh, der Rabe, warte mal, der Rabe ist mit zwei Mercenaries bei dir drin. Ja, ja, also nichts Wichtiges. Ja, das ist schon ein bisschen Army, ne? Also ich komm mit ein paar rüber, aber. Schick mir eine Riesen dahin. Oder meinst du, das reicht nicht? Reicht. Müssen die Signi trotzdem töten. Ja, es wird reichen. Ich habe dann auch hier ein paar Militia. Ich geh nochmal raus, aber danach kommen wir wieder rein. Gleich unten bei der Schlange reingehen, ne? War nicht gewollt. Wie kannst du von oben ein bisschen baiten? Ich bin gerade dabei, unten bei der Schlange jetzt erstmal rein. Okay, dann unten bei der Schlange rein. Oben baiten, meinst du? Ja, ja genau, jetzt rein. Okay, dann bait nochmal von oben. Dann muss dir entgegenkommen, ne? Ja. Ja, perfekt. Macht er deinen Riesen jetzt weg, ne? Ja, Mellas hat glaube ich eh nicht, ne? Schick meine Warband nach oben, ja. Wir haben ja jetzt alles von ihm getötet, glaube ich. Yep. Also er hat keine Leute mehr. Yep. Du hast 1000 Ruhm, willst du einen Ruhmsieg haben? Na, ich helfe dir jetzt erstmal noch. Meine Männer sind schon auf dem Weg, das dauert noch. Wo sind die denn? In der Nähe schon, die sind schon bei dir.
Ja, na sicher. Wow, das ist schon verdammt viel. Oh mein Gott, jetzt kommt auch noch Orange. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt doch wieder 1 gegen 2? Bin ich aber nicht okay. Wo bist denn du? Du bist doch gar nicht da. Ja. Aber Orange hilft uns, okay. Ne, Orange wird gerade mich angreifen. Ich glaube, der greift alles an. Also. Na dann wollen wir jetzt hier ihn weitermachen. Ja, aber lass meinen Fetten tanken, oder? Ja, sicher. Na, obwohl da ist ja gar kein Tower drin, da können wir ja rein. Ja. Meine Drachenmänner sind schon relativ mächtig, würde ich sagen. War aber ein vergeblicher Versuch. Das war nicht so schlau, ja. Ja, gerade du konntest einfach stayen und ich renne den anderen hinterher. Was soll da passieren? Boah, versklavt habe ich den! Guck ihn dir an! Guck, der Sklave, der hilft jetzt. Wunderschön. Wunderschön. Grün macht einfach noch den Tod, ne? Siehst du? Da oben. Ja. Ja, ich hatte ihm ja schon mal die beiden Gebiete weggenommen, dass er sich nicht ausbreitet. Der tut mir ein bisschen leid. Ja. Ach, wir müssen ja noch zu ihm hin. Abschluss Scouts. Ich muss die Dinger dürfen gehen. Ja, oder so. GG! Ah, das war lustig. Das war lustig. Aber dein Drache ist stabil. Sehr stabil.